So, und da sind wir wieder bei Let's Play Tomb Raider 2 und Alisa ist schon traurig, dass dies wahrscheinlich der letzte Part sein wird. Mhm. Habe ich den Schlüssel? Mhm. Warum kann ich nicht den Dolchpunkt hier anbenutzen und sie alle erdolchen? Na, das wäre doch lustig. Okay, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu overpowered. Warum? Warum? Warum zum Henker ist der... Wie schnell kommt der denn? Warum kommt der denn so schnell? Lass mich in Ruhe. Du sollst nicht Schrot nehmen. Du sollst nicht Schrot nehmen. Du sollst die Waffe nehmen. Du sollst die Waffe nehmen. Nicht das Medipack. Die Waffe. Die Waffe, verdammt. Lara, du bist... Hä? Der kommt eigentlich erst nach, weiß ich nicht, nachdem man ein bisschen was aufgesammelt hat. Nimm diese Waffe. Nimm die Waffe. Oh. Ja, gleich kommen die nächsten. Ja, komm. Oh. So, die Fackel nehme ich erst gar nicht mit. Doch. Warum soll ich die mitnehmen? Ich lauf doch nicht mit Fackeln außen rum. Brauchst du? Brauche ich. Ich brauche Fackeln. Aha. Boah. Geht mir nicht auf den Geist. Mich in Ruhe, sagte ich. Ich habe ständig Standbilder, wo jemand in der Luft ist, ey. Oh. Also, jetzt haben wir ein bisschen was erledigt und wir sind zu Hause. Oh, wer hätte das gedacht? Oh, dieser Alarm, der geht ja auf den Nerven. Und hier gibt es auch keine Secrets. Stellt euch vor. Hunde? Können die nicht wenigstens Medipacks fallen lassen? Ich habe nur noch eins. Oh Gott, bin ich grottig. Dammit! Willst du es wohl noch schaffen? Nein, weil ich gerade dachte, wir haben mich wichtiges ins Leben geschrieben. Oh Gott. Ich bin grottig. Okay, vielleicht wird es doch noch ein Part. Nein. Ich schaff das jetzt. Aber nicht, wenn ich. Ah, okay, keinen Schaden bekommen. Lasst mich in Ruhe. Frisch Schrot, mein Freund. Ein Medipack. Kann ich nicht einfach mal in so einen Wagen gehen und die alle überfahren? Das wäre viel leichter. Mann, frisst du viel. Köter. Ich warte auf euch. Badam da. Wie viel kommen denn da? Dein Leben ist bunten. Was das jetzt? Ja genau! Gib mir noch solche behinderten Leute. Die erstmal ein halbes Magazin in sich verschlucken. Bitte was? Ein halbes Magazin. Okay. Oh, das war's. Und ich speichere noch. LOL.
Bist du noch da? Da fällt mir was Interessantes zu ein zu der letzten Szene. Da wurde immer lang kursierte so ein Gerücht von wegen, dass es in der amerikanischen Version eine Szene gibt. Eine Szene gibt, wo man Lara nackt sieht, ja. So, und was und wie fandst du jetzt das Spiel so? Ich? Ja, eigentlich erzählt man doch bei dem Nachspann und irgendwie immer ja, nun und hast ja, du das gesehen. Ja, bla und blub und. Lass mich doch erstmal reden, was ich zu der Szene noch sagen wollte. Ey. Ich darf doch. Also, ich finde das Spiel ein bisschen. Naja, geht. Teil 2 ist jetzt nicht mein Lieblingsteil, aber. Meiner schon. Es geht. Noch. Am schlimmsten finde ich immer noch Teil 1, der ist mir zu abgedroschen. Hm. Obwohl mir der auch gefällt, aber die Geschichte ist einfach zu blöd. Und bla. Aber Venedig gefällt mir hier, aber man hätte es ein bisschen besser umsetzen können. Und das ist the end. You know. Und warum hat sie alle Waffen gleichzeitig? Ja, genau. Das hätte ich gerne auch im Spiel gekonnt. Verarscht mich doch nicht, Core-Design. Ihr seid scheiße. Gefunden. Ein Geheimnis nicht. Welches das wohl war? Nur weil sie es mit 0 durchgespielt hat. Wenn ich es mit 0 durchspielen würde, dann würde ich jeder 5 Meter speichern und gucken, ob ich noch genug HP habe, um das zu schaffen, ja? Oh mein Gott! Ey, die kriegt. Wie sie sich nicht mehr einkriegt wegen deswegen. Aber 27 Sekunden hätte ich schneller sein sollen. Ich dachte schon, dass irgendwie, weil ich hatte bei einem gesehen, dass der 57 hat oder 51, aber. Ey, ich hab das fast blind gespielt, also da ist sowas zu voll. Entschuldigen, so. Du hast es bestimmt schon 1000 Mal durch und ich. Einmal. Da kann man das schneiden. Und ich hab fast gar nichts mehr gewusst, also blind, da geht das. Ja, ist klar. Ja, wenn du das blind spielen kannst, blind. Das war schlecht, das war jetzt schlecht gesagt. Nein, auswendig spielen kannst, dann ist das was anderes. Naja, als nächstes wird da wahrscheinlich der Director's Cut zu Tomb Raider 1 kommen. Und bis dahin, ich bin euer Kane Indiana Jones. Tschüss.